Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Moody Member. Heute ist der zweite Tag meiner 100-Tage-Challenge. Und heute ist der, Moment, ich muss kurz auf die Uhr gucken, der 17.09. Und ja, wir haben gestern angefangen mit dem Spielen und sind heute beim zweiten Tag. Man sieht es, 21 Stunden gerade noch vergangen. Und wir sagen, starten wir gleich mal das Spiel. Und ja, 100-Tage-Challenge, jeden Tag ein Spiel. Mit maximal möglicherweise einer Ausnahme, aber das ist egal. Aber 100 Tage, jeden Tag StarCraft zu spielen, das ist schon, ich denke, das wird sehr, sehr knifflig und sehr, sehr anstrengend. Aber es wird mich wahrscheinlich auch sehr, sehr weit bringen. Ich mache das, wie gesagt, um halt besser zu werden und so. Und ja, um auch meinen eigenen, wie heißt's? Nicht Durchgängigkeit, ach, keine Ahnung, wie das Wort jetzt gerade heißt. Wir spielen gegen Terraner. Mein eigenes Durchhaltevermögen zu testen, genau. Das ist wichtig. So, wir spielen auf jeden Fall Macro Games, das haben wir ja gesagt. Wir spielen erstmal die ganze Zeit dasselbe Bild. Sonst ist noch lange nicht da. Mal gucken, dass wir nicht. Also, wir müssen immer scouten, wir wollen wissen, was der Gegner macht, das ist wichtig. Deswegen schicken wir auch vielleicht immer die Sonne hin. Nicht, dass wir hier irgendwie gecheased werden oder irgend sowas. So, heute gibt es natürlich nachher noch einen Livestream. Den werdet ihr natürlich gesehen haben schon, wenn das Video rauskommt. Hat Angst um sein Gas, ich will sein Gas nicht. So, dann machen wir ein zweites Gate. Verschwinden. So, zwei Sonden jeweils ins Gas. Bauen Cybernetics Core. Und Kronenboost noch einmal. Und bauen natürlich, ganz wichtig, Peile. Gucken wir mal, ob er hier vielleicht eine Echse nimmt. Da. Können wir den ein bisschen anknecken. Und wir bauen natürlich durchgängig Drohnen. So, zwei Stalker. Die Sonde könnte jetzt sterben. Da kommt der Reaper. Und immer schön weiter Drohnen bauen. Heilen. Ich bin hier, ich schaffe Ihr Befehl. Was ist euch dran? So, jetzt gucken wir mal, ob wir den noch kriegen. Dann müssen wir auch mal eine Robo. Haben wir gekriegt, können wir jetzt mal vorgucken. Brauchen wir nochmal zwei Stalker? Die Stalker hätte ich vor meiner Echse bauen sollen, aber ist egal, passt schon. Bauen weiter Sonden. Wir wollen eigentlich nicht so viel Makro machen, aber es wird schon klappen. Auf jeden Fall wieder. Oh nein, ich hab's abgebrochen. Naja. Und wir boosten unser. Ach, das war das Falsche. Ich wollte eigentlich hier unseren. Na, wie heißt es? Observer boosten. Egal. So. Jetzt sind wir zu viel Mineralien. Vielleicht mal Gates bauen. Und immer schön weiter Sonden produzieren. Ich habe ein bisschen Schiss, dass vielleicht doch kommen könnte. Deswegen bauen wir mal schnell noch
Schildbatterien. Hier und müssen jetzt langsam mal hier für die Kolosse das vorbereiten. Ja, Minute 6 kommt meistens. Könnte ein Push kommen vom Terraner. Das sieht nicht nach Widow Mines aus. Das sieht nach der Minute 6 Push aus. Und wo ist nochmal unser. Stellen uns auf jeden Fall mal ein paar Stalker hier rein. Zum Absichern. So, was brauchen wir langsam wieder eine Echse? Und ja, Panzer hat er. Sollte auch gleich unser erster Koloss produziert werden. Sollte langsam schnell produziert werden. Er scheint gleich zu kommen. Stellen wir mal erst oben hin. So. Nehmen wir auf jeden Fall jetzt die Echse. Und das Upgrade für die Kolosse. Also ein sehr passiver, ja, er kommt jetzt. Oder? Ja, er wird jetzt kommen. Er wird wahrscheinlich mit dem Drop kommen, aber das werden wir dann gleich sehen. Ja, jetzt kommt er entweder mit dem Drop oder. Oh, das werden wir ja gleich hier sehen. Wir sind eins mit den Schatten. Hab ich nicht gerade Pylonen gebaut? Genommen, hat er schon Upgrades. 1-1 hat er schon durch. Wir nehmen jetzt auch Upgrades. Von da kommt er also. So, Terminals müsste durch sein. So, zweiter Koloss. Und noch gleich noch einen dritten nehmen. Dann müssen wir gucken, dass wir uns irgendwie etablieren. Ich denke, er wird noch da stehen. Ich weiß, was ich vergessen habe. Trotzdem ziemlich passiver Terraner, finde ich. Ihr benötigt, ihr habt nicht genügend Energie. Quatsch, reicht doch einer. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Okay, da kommt der Drop. Ich bin hier. Na, wo sind hin? Ich bin hier.
Da ist der Trop. Doom Drop. Fiese Socke, ey. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren hier in den Schatten. Tja, da müssen wir jetzt einen Go machen. Mineralien-technisch sieht es schon scheiße aus. Tja, wird das noch zum Gewinnen kriegen? Ich zweifle es ein bisschen. Aber er hat auch ordentlich Ego verloren. Natürlich. Ja, das ist durch. Ich habe nichts mehr dagegen. Der Tropf von allen Seiten war's. Definitiv. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
Auch unfair, ey. Er hat auch 3-3er, also. Naja, GG. Puh. Tja, das ist halt der Nachteil, wenn du eine Protoss-Armee, die ist halt ziemlich langsam, die kann man schlecht splitten, ist splitten. Aber ansonsten war es eigentlich ganz okay für das erste Spiel heute. Ich würde sagen, wir hängen noch eins dran. Und danach muss ja auch bald vielleicht der Livestream losgehen, also 17:30 jeden Montag Livestream. Wie gesagt, wenn ihr das Video seht, da habt ihr den Livestream schon hinter euch. Tja, was hätten wir mal anders machen können? Auf jeden Fall hätte ich schneller die Berserker haben müssen. Also das Upgrade für die Berserker. Ich habe irgendwie mein Bild ein bisschen versammelt. Aber egal, wir spielen weiter. Wir wollen ja trainieren, wir wollen besser werden. Und wir spielen mal gegen den Zerg. Also falls ihr euch wundert, ich habe mir ein Grundbild erstmal rausgesucht, um einfach nur meine Mechanics zu üben, also mein Makro zu trainieren und allen drum und dran. Also es ist jetzt nichts Besonderes. Oh fuck. Und daher. Also mit dem Bild kann man auf jeden Fall gegen alles bestehen. Also so ist es jetzt nicht. Und wie gesagt, wir wollen einfach nur erstmal Mechanics trainieren, Scouten üben, allen drum dran. All-ins verteidigen. Und. Vorwiegend Makro-Training. Jedenfalls die erste Phase meines 100-tägigen. Meiner 100-tägigen Challenge. So, sexy geht's normal aus bis jetzt. So, das Gas. Kein Pool. Das zweite Gate, ich glaube hier hin. Zwei ins Gas, womit? Zwei zu viel. So, setzen wir uns kurz hier auf die dritte. Gut. So, wollen dann zwei Stalker. Und dann werden wir danach die Echse nehmen. Und bauen durchgängig Wirker. Immer durchgängig übergebrochen. So, gucken wir mal ein. So, auch noch ein Pylon. Hat schon ein paar Länge. Haben wir leider nicht hier gesehen. Na, jetzt sehe ich natürlich den Obi da nicht. Das ist total blöd ist. So, und jetzt gibt es erstmal eine Exe. Dazu brechen wir kurz die Worker ab, damit wir halt auch schön expandieren können, eine Robo bauen können, allen drum dran. Jetzt holen wir uns noch die Robo und danach geht es weiter mit der Produktion. Steht. Pylon mit. Lassen wir
in unsere Steuergruppe rein. Der muss hier weiterarbeiten. Komm. So. Brauchen wir noch zwei Gates. Chrono boosten unseren Observer und danach kommt Immortal. So. Ziehen auf jeden Fall beide Worker rüber. Einer kann hier bleiben. Und produzieren weiter Zeugs. Auf jeden Fall noch was zum Verstecken. Bauen Kolosse. Also den Koloss. Hier, wie ist das Ding? Das Robodoc. Robotics Base, glaube ich. Chrono Boosten nochmal unser Echo. Nehmen Doppelgas. Und bauen mal, glaube ich, eine Schildbatterie. Ja, sinnvoll. Brauchen ein paar Stalker rein. Das müssen wir mal auf die 4 legen. Und noch ein Observer. Was ist eigentlich unser Observer? Das sollte eigentlich vorgehen, Junge. Treibgas, Gas. Bauen jetzt einen Koloss. Sollten vielleicht doch mal ein paar Pylonen setzen. Seine Army ist auf jeden Fall nicht zu Hause. So. Gut, das, sehr schön. Ach, und ich habe vorne offen gelassen. Das war doof. So, wie Mutas hat mir jetzt sofort viel gewonnen. Okay, da gibt es also doch erstmal noch keine Echse. Och, das ist echt nervig. Forschung abgeschlossen. So, jetzt haben wir natürlich. What the fuck? Die Himmel wartet. Teleportation erfolgreich. Ihr seid auf mich angewiesen. Rufe mein Leben für Ajur.
Ich sehne mich nach dem... Was ist das denn für ein Bild, was der da macht? Ey, Zack ist schon ganz schön nervig geworden, irgendwie. Oh. Ohne Scheiß, das ist schon genuin nervig. Was ist das denn für eine Kombo, ey? Hab ich auch noch nicht erlebt. Hält mich halt damit ganz schön tief, ne? Wo verbirgt sich der Feind? Verstanden. Ich füge mich. Für die Ehre. Teleportation erfolgreich. Seite. Was ist das denn? Naja, GG. Da haben wir keine Chance mehr. Also da möchte ich jetzt kurz mal reingucken. Also das war jetzt echt... Was hat denn der gespielt? Eine Mischung aus allem, oder wie? Das Problem war halt, wenn die Mutas nicht gescoutet. Wenn die Mutas gescoutet hätten, dann wäre es wahrscheinlich nicht so problematisch gewesen. Hat der echt Ressourcen gehabt? Hat auf jeden Fall mehr Ressourcen gehabt. Dann gucken wir mal kurz ins Replay rein. Gleich hochgeteckt. Das hätte man irgendwie scouten müssen. Das haben wir aber nicht gescoutet. Wo kam... Hydras und dann gleichzeitig ein Schüssling. Also nur zwei... Okay, zwei Basen nur. Da kommt die dritte. Ja, der hätte es eigentlich scouten müssen. Ja, das hätte ich eigentlich sogar sehen müssen. Ja, und das war total dämlich, dass es offen gelassen hat. Das hätte eigentlich schon längst vorbei sein müssen. Da baute Hydras, aber eigentlich waren wir safe gegen Hydras, nur die Mutas waren einfach nur nervig. War nicht schlecht gespielt von ihm, also muss ich sagen. Da haben wir einfach Mist gebaut. Nicht gescoutet und zu spät reagiert. Ist noch ein bisschen Zeit bis zum Livestream. Ich würde sagen, wir spielen noch eins.
Einfach weil wir können. Bisschen Übung macht den Meister, ne? Wie gesagt, also meine 100-Tage-Challenge-Spiele werden wahrscheinlich längere Videos manchmal werden. Oh, also auf jeden Fall nicht unter 10 Minuten. Also die Spiele werden meistens. Also will ich das. Ich, wie, soll kein Spiel unter 7 Minuten rauskommen für die 100-Tage-Challenge. Also ich muss mich irgendwie schon dazu zwingen, mindestens 20 Minuten zu spielen. Also insgesamt. Minimum. So, ich spiele wieder gegen Zerg. Und wir müssen auf jeden Fall unser Scouting verbessern, das ist festgestellt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und ja. Ich denke, wir wollen mit der Zeit auch besser werden. Also, wir müssen erkennen, langsam, was der Gegner macht. Das habe ich auch noch nicht so drauf. Aber das kommt mit der Zeit. Ich denke mal, wenn wir jeden Tag jetzt spielen, dann werden wir auf jeden Fall signifikant besser. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. So, wir nehmen Gas. Na, da war die Echse. Gucken, ob er Pool schon hat. Und Sonden weiter hoch. Kein Pool. Brauchen ein zweites Gate. So, zweites Gas. Ne, Moment, wir müssen unten links bauen. Haha, jetzt bin ich schon wieder hochgefahren. Das ist echt blöd. Blöd gebaut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, gucken wir mal rein. Aber auch weiter drohend. Mineralien. Ah, Ex ist noch nicht fertig. Pool müsste gleich durch sein, richtig. Hat nur ein Gas, das ist okay. So, Stalker sind noch nicht so weit. So, noch eine Portion Stalker rein. Wir brauchen noch. Moment. Pylon. Na, komm, 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 komm. Den kriegen wir noch. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Sehr weise. Ich bin die Stimme der Finsternis. So, und jetzt nehmen wir uns unsere Echse. Und vielleicht noch die Robo hinterher. Oder sie wieder Worker. Bisschen Gas hinterher gewesen, ne? Ja. Aber es passt genau bis jetzt. Bauen wieder Pylon. Ich bin hier. Eure Sonden werden angegriffen. Das sind viele Dinge. Keine dritte und viele Dinge. Naja, dann können wir gleich hier Dings produzieren. Ein bisschen Schiss habe ich schon davor. Deswegen bauen wir gleich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir gehen unsere Schildbatterien. Forschung abgeschlossen. So, Gates. Feinde unsere Wut spüren. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Schon gleich die Boomlinge. Faszinierend. Da ist noch nichts vor der Hütte. Da steht aber was. Ich bin das Herz der Finsternis.
ich fast vergessen. Keine Echse. Roaches auf jeden Fall. So, warum langsam eine Echse? Bauen auf jeden Fall gleich noch mehr. So, gucken, ob er eine Echse hat. Ich denke, er wird gleich mit einem Roach-Push kommen. Hat noch keine Roaches, also. Na? Jetzt bin ich auf der 4 und ist jetzt eine Echse. Stehen sie auf jeden Fall ein Stückchen vor. Das ist ja gleich wie ein Roach Push oder was weiß ich ankommt. Da steht schon. Oh Gott. Ich glaube, wir brauchen Upgrades langsam, aber eigentlich will ich Echsen. Und wir vergessen natürlich wieder unsere Worker nachzuproduzieren. Echse hätte schon längst da haben müssen. Steht ja nicht scheiße. Erschöpft. Nee. Ach, der steht aber scheiße. Warum Upgrades? Na, ich muss sagen, gestern habe ich besser gespielt. Was ist euer Begehr? Jetzt unbedingt die Krone boosten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht Forschung abgeschlossen. So, noch ein Koloss und dann. Bisschen Schiss. Eigentlich müsste Minute 11 müsste man eigentlich angriffsfähig sein, aber ich habe halt ein bisschen mein Makro versäumt. Und der Zerg wird wahrscheinlich hier komplett die Map geäxt haben. Oder auch nicht. So, jetzt hören wir auf mit Worker-Produktion. Eure Sonden werden angegriffen. Okay, Roach Ravager. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Upgrade durchgeführt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, das ist, was ich vergessen habe, mein Twilight Council. Upgrade durchgeführt.
So, wir gehen jetzt auf 200 hoch. Nehmen wir auf jeden Fall noch eine vierte dazu. Wir bräuchten eigentlich noch Storm. Können wir noch nicht, weil wir das zweite Account vergessen haben. Jetzt muss ich auch ein bisschen beeilen. Weil gleich ist Livestream. Da kommen sie. Oh, und wir haben keine Observer. Alles zurück. Oh, warum hat der einen Koloss eingesackt? Ja, aber können wir nicht kämpfen, wir haben verloren. Auch nicht. Ich bin hier in den Schatten. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Mein Leben für Ajur. So, wir nehmen wir das Upgrade noch mit. Die beiden. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. So, wir brauchen noch das Teil. So, jetzt holen wir uns die Roaches. Halt irgendwie mein Akku schon wieder verrafft. Ist abgeschlossen.
so diene ich. Na, da jetzt Dingsy ist schon. Ja, er kann besser nachdrücken jetzt. Liegt Stärke. Ulak. Uns fehlt halt jetzt die Mineralien. Das ist ein spannendes Spiel, aber ich müsste jetzt, glaube ich, mal langsam den letzten Go machen. Weil... zum Livestream. Meine Aufgabe. Das wird jetzt unser letzter Go. GG. Da hat er gewonnen. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal oder gleich im Livestream. Bis dahin. Tschö, tschö, euer Muttibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Muttibär. Tschö, tschö.